Oberfläche, wir hauen auch keine Kratzer rein in diese Beschichtung. Ja, also es ist absolut kratzfest das Ganze. Natürlich sollte man, nachdem man das aufgetragen hat, auch gut mal eine Woche warten, bevor man da anfängt drauf rumzukratzen, ja, wenn man es unbedingt machen muss. Aber für so einen Jeep, der mal ins Gelände fährt, ja, optimal. Wenn da ein Astank dran kratzt, ist alles gut. Wir wollen es jetzt mal abziehen. Wir haben also hier unten drunter den Basecoat, der abziehbar ist. Ich fange jetzt einfach mal an. Man muss sich dann wirklich Mühe geben, irgendwo richtig doll mit dem Fingernagel reinkratzen, dass man dann da irgendwo einen Anfang findet. Ja, ich versuche es mal an der Ecke hier. Und dann will ich euch einfach mal zeigen, dass es abziehbar ist, das Ganze. Und ihr seht schon, ja, so nach und nach ist gar nicht so einfach. Aber wir kriegen es ab. Ja, und die Motorhaube darunter ist ja auch original schwarz. Kommt also das Schwarz wieder hervor. Der Basecoat ist ja auch so eine Art Sprühfolie, ist aber ein bisschen stabiler wie die normale Karosseriesprühfolie. Ja, mit der normalen Karosseriesprühfolie würde wahrscheinlich die Folie dann schneller reißen und runter. Also man muss schon den Basecoat nehmen dafür und nicht dann einfach mal die Karosseriesprühfolie, die ist ja dafür nicht gedacht. Ja. Wie ihr seht selber hier unten drunter, es bleibt kein Rückstand auf der Motorhaube, die sieht aus wie vorher, ja, wie aus dem Laden. Und ihr seht hier unten drunter diese Beschichtung, ne? Das ist dieser Basecoat. Man kann es mit Basecoat auftragen oder ohne Basecoat. Allerdings ohne Basecoat bleibt die Folie dann für immer drauf, beziehungsweise dieser Hardrock-Liner für immer drauf, ist dann auch nicht mehr abziehbar. Also wenn ein Anfang gefunden ist, dann ist das alles ganz okay, aber erstmal einen Anfang reinzukriegen, ist gar nicht so einfach. Das Gute an dem Ganzen ist, es ist alles auf Wasserbasis, das heißt also man hat jetzt nicht extrem mit Lösungsmitteldämpfen zu kämpfen. Es riecht ein kleines bisschen, aber es ist nicht ganz so schlimm. Ja? Hier haben wir noch ein paar kleine Reste dran an der Ecke. Auch beim Basecoat auftragen ruhig schön um die Kanten drumherum sprühen. Ansonsten habt ihr nämlich jetzt das Problem, dass der Hardrockliner hier dran bleibt und wahrscheinlich für immer dran ist, dann nur noch mit Schleifen abgeht. Ja? Hier sehen wir auch noch einen kleinen Pipsel. Ja, wir kriegen hier alles ab. Okay, kleine Reste. So, dann machen wir hier vorne weiter. Hier haben wir auch noch ein paar Stücken. Schön um die Ecken und Kanten, damit es dann nachher auch abgeht. Nacharbeit ist dann gleich null, weil ihr seht selber, die Motorhaube ist genauso wie der Ursprungszustand auch war. Also den Hardrockliner überall entfernen und dann ist das Auto wieder im Ursprungszustand. Ja? Also ihr seht selber, super Sache, ja.
Makrobleine abziehbar ist natürlich optimal. Ja, vergesst nicht, BS-Code, dicke, zwei dicke Schichten. Ansonsten kann es natürlich passieren, dass der dann immer wieder reißt beim Abziehen. Es geht trotzdem noch runter, aber extrem schwer. Und wenn ihr nicht wirklich deckende Schichten gesprüht habt, habt ihr jetzt überall diesen Hardrock-Liner noch drauf und kriegt es erstmal nicht mehr runter. Ja, müsst eventuell die Motorhaube abschleifen. Also lieber den Basecode, zwei, vielleicht sogar drei fette, dicke, fette Schichten, umso besser geht es nachher wieder abzuziehen. Und ihr habt gesehen, es ist kratzfest und der Lack hier unten runter bleibt natürlich.